Vielen Dank, Herr Kollege Lindner. Für die Piratenfraktion erteile ich das Wort Frau Kollegin Brandt. Bitte schön. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben im Großen und Ganzen schon sehr viel ausgedrückt von dem, was ich sagen will. Ich werde das kaum ein anderes Thema ist so emotional besetzt. Die einen wollen sich frei entfalten, die anderen wollen geschützt werden. Aber ist das die Aufgabe der Politik? Vielmehr sollte sich unsere Politik doch danach richten, dass sich jeder Mensch im Land frei und selbstbestimmt entfalten kann. Und diese freie, selbstbestimmte Lebensführung muss das Kernmerkmal unserer Politik sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen fordern wir Gesetze, die in die persönliche und wirtschaftliche Entfaltungsfreiheit eingreifen, müssen exakt eine Kernaufgabe haben. Sie müssen das problemlose Zusammenleben von allen Bürgern gewährleisten. Nicht mehr und nicht weniger. Ideologische Motive dürfen dabei keine Rolle spielen. Wir lehnen daher die Novellierung des NRW-Nichtraucherschutzgesetzes in der vorliegenden Fassung ab. In der bisherigen Fassung sind bereits Rahmenbedingungen für den Schutz von Nichtrauchern enthalten. Diese Rahmenbedingungen sind gut, haben sich in der Praxis bewährt und reichen völlig aus. Hier noch einen Schritt weiterzugehen, wäre definitiv übertrieben. Das angestrebte totale Raucherverbot sehen wir als Bevormundung von Bürgern und Gastronomie. Und dies wäre eine Bevormundung, die tief in die persönliche und wirtschaftliche Entfaltungsfreiheit eingreift. Und wir lehnen es ebenfalls ab, die sogenannten E-Zigaretten in das Nichtraucherschutzgesetz aufzunehmen. Denn das entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Wir haben es ja auch schön versteckt auf Seite 13 im Absatz 4 des Anhang A, damit man es dann nicht so schnell sieht, aber wir haben es gefunden. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, warum wir diesen Gesetzentwurf kategorisch ablehnen. Erstens. Bei der E-Zigarette wurde bisher aus wissenschaftlicher Sicht keinerlei Gefahr für das Umfeld des E-Rauchers nachgewiesen. Diese E-Zigarette dann einer Tabakzigarette gleichzustellen, bezeichne ich ganz klar als Irrweg. Vielmehr haben doch schon die Gerichte entschieden, Frau Steffens, erinnern Sie sich, so erst ein paar Monate her, die Verbots- und Markteinschränkungsbestrebungen des NRW E-Zigarette wurde zwischenzeitlich höchstrichterlich für ungültig erklärt. Zweitens, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie mit diesem neuen, erweiterten Gesetz selbst das Rauchen auf Privatfeiern verbieten? Wenn jemand in seinem eigenen Partykeller seinen Geburtstag mit Freunden feiert, soll, darf und muss er frei entscheiden dürfen, ob dort getrunken, gegessen und geraucht wird. Da ist ja dann auch noch Luft nach oben. Frau Steffens, Sie hatten eben im Nebensatz auch noch dann die Mietwohnung eingefallen lassen. Was kommt denn da als nächstes? Irgendwie das Verbot des Rauchens in privaten Wohnungen? Weil es könnte ja mal ein Gerichtsvollzieher oder ein Polizeibeamter gezwungen sein, in diese Wohnung zu gehen. Und da wird dann geraucht. Und der Schutz des Beamten ist doch ganz besonders wichtig. Drittens. Sie behaupten in Ihrer Begründung, dass sich nur ein Totalverbot kontrollieren ließe. Meine sehr verehrten Damen und Herren von SPD und den Grünen, mit dieser Aussage machen Sie sich selbst unglaubwürdig. Nur weil Sie es offensichtlich nicht geregelt bekommen, die Einhaltung eines aktuellen Gesetzes zu kontrollieren, müssen Sie doch nicht ein neues Gesetz verabschieden. Finden Sie doch stattdessen lieber Wege und Möglichkeiten, die aktuelle Gesetzgebung umzusetzen. Und ganz nebenbei, Sie behaupten immer, dass es Probleme bei der Kontrolle gäbe, aber Beweise haben Sie noch keine aufgezeigt. Aus meiner Sicht hängen Sie die Probleme einzelner kommunaler Ordnungsbehörden viel zu hoch auf und füttern dann diese mit flächendeckenden Pauschalargumenten. Viertens, Sie behaupten, dass Nichtraucher Schwierigkeit hätten, aktuell eine Nichtraucherkneipe zu finden.
Also mir liegt da eine DEHOGA-Umfrage hier aus NRW vor, wonach immerhin schon 80% der Lindner erwähnt ist, aller NRW-Gastrobetriebe ein rauchfreies Umfeld anbieten. Und da frage ich mich alles ernst, ja, was wollen Sie denn noch? Tendenz ist da übrigens steigend. Fünftens, in dem Gesetzentwurf sind ja nicht nur Rauchverbote in Gebäuden das Thema. Nein, Sie gehen ja noch weiter. Sie wollen ja sogar das Rauchen unter freiem Himmel verbieten. Und da an der Stelle entlarven Sie sich selbst. Hier geht es eindeutig um eine ideologisch motivierte Diskriminierung von Rauchern. Sie schränken genau mit diesem Punkt die freie Entfaltungsmöglichkeit von Menschen ein. Und zwar der Menschen, die zu... Sechstens. Sehr geehrte Frau Steffens, Sie zeigen immer nach Bayern und behaupten, dort würde es doch auch funktionieren, dort seien doch keine Probleme in der Gastronomiebranche erkennbar. Aber haben Sie sich mal diese Statistik, die Sie selbst immer wieder zitieren, genau angeschaut? Diese Studie lässt bewusst genau die Zielgruppen Gastronomie aus, die von den Verboten in Bayern am deutlichsten betroffen waren. Das kann ich nur als Statistikschwindelei bezeichnen. Und genau das hat auch die konkrete Studie des BFT aus dem August vergangenen Jahres bestätigt. Ich kann sie Ihnen gerne zur Verfügung stellen, wenn Sie haben. Die Studie des BFT aus dem August vergangenen Jahres bestätigt. Ich kann sie Ihnen gerne zur Verfügung stellen, wenn Sie haben. Und siebtens, und dieser letzte Punkt ist für mich schon fast der wichtigste. Zu keinem Zeitpunkt gab es jemals eine Bürgermehrheit für eine weitere Verschärfung des Nichtraucherschutzes in NRW. Und sind wir nicht genau dafür da, im Sinne der Mehrheit unserer Menschen in NRW zu handeln? Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie, im Sinne unserer Bürger im Land zu stimmen. Persönliche, ideologische Auffassungen müssen wir alle ganz klar hinter den Bürgerwillen stellen. Und von daher plädieren wir konsequent für die Beibehaltung des aktuellen Nichtraucherschutzgesetzes, denn diese aktuellen Rahmenbedingungen reichen völlig aus, um Nichtraucher zu schützen und Rauchern die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entfalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.